Britta, du hast ein kostenloses E-Book zum Thema Google Shopping geschrieben. Warum schreibt ausgerechnet eine Frau ein Buch zum Thema Shopping? Naja, natürlich gehe ich auch selber gerne Schuhe kaufen, aber für Google Shopping war eher wichtig, dass ich mich schon seit ein paar Jahren mit Suchmaschinenmarketing auseinandersetze. Was ist denn das Wichtigste, das ein Online-Händler wissen muss, um Google Shopping optimal zu nutzen? Also erstmal muss er wissen, dass das Ganze zum bezahlten Bereich des Suchmaschinenmarketings gehört. Das heißt, er benötigt ein AdWords-Konto, um das Ganze abwickeln zu können. Das Ganze wird dann pro Klick abgerechnet. Also jedes Mal, wenn jemand auf sein Produkt klickt, wird ihm das in Rechnung gestellt. Aber ansonsten sind die Produktanzeigen bei Google Shopping eine ideale Werbeform für Online-Händler. Und Studien haben gezeigt, dass der Return on Investment viel höher ist für Online-Händler bei diesen Anzeigen als bei den klassischen Textanzeigen. Also wenn ich jetzt blutiger Anfänger bin im E-Commerce und keine Ahnung habe vom Online-Handel, wenn ich das Buch gelesen habe, werde ich da Schritt für Schritt rangeführt und ist das eine Anleitung A bis Z oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau. In dem Buch ist Schritt für Schritt beschrieben, was ich tun muss. Also auch wenn ich noch kein AdWords-Konto habe, noch kein Merchant Center-Account habe. Das E-Book ist mit vielen Screenshots angereichert. Also da kann ich wirklich als Online-Händler, der noch nicht so viel Erfahrung damit hat, durchstarten. Prima, Britta, vielen Dank. Gerne.